Heute befinden wir uns in Frankfurt in dem wunderschönen Laden Green Zone. Und neben mir stehen die zwei Inhaber, Freddy und Vio. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Schön, dass ihr hier sein dürfen. Ja, ich würde sagen, stellt euch doch den Zuschauern, die euch jetzt hier noch nicht kennen, noch einmal kurz vor. Ja, also wir sind Vio und Freddy. Wir sind die Inhaber von dem Green Soul Geschäft hier und wir haben auch noch ein kleines Kind, unseren kleinen Jorik. Den Laden haben wir zu dritt quasi aufgebaut und ja, wir sind ganz stolz darauf, wie es geworden ist und ja. Ja, wenn ich mich hier so umschaue, verkauft ihr hier ganz viele verschiedene Produkte. Erzählt doch mal, was verkauft ihr hier? Ja, also wir verkaufen hauptsächlich Produkte aus der Hanfpflanze, sprich alle unsere Produkte sind zu 100% biologisch und vegan aus der Hanfpflanze und eben größtenteils mit dem Wirkstoff CBD, der ja aktuell in aller Munde ist und von denen bestimmt auch der eine oder andere von euch schon was gehört hat. Ja, CBD, da habe ich tatsächlich wirklich schon mal was gehört. Erzähl doch mal, was ist das genau? Gerne, also CBD ist aus der Hanfpflanze. Man muss wissen, dass in der Hanfpflanze über 100 Cannabinoide vorhanden sind und CBD ist eben eins davon, was mittlerweile auch das besterforschteste aus der Hanfpflanze ist. Und da haben wir ja eine sehr breite Produktpalette mittlerweile. Angefangen hat ja eigentlich alles mit den CBD-Blüten und wir haben unseren Schwerpunkt so ein bisschen auf die Naturkosmetik gelegt auf CBD-Basis, sowie auch auf die CBD-Aromaöle zur Einnahme. Und ihr habt da jetzt nicht nur Produkte von CBD, sondern auch, wie ihr gesagt habt, von Hanf. Hemp nennt sich das ja auch. Ist das dann auch das Gleiche, kann man sagen, oder ist das noch ein bisschen was anderes? Prinzipiell ist es das Gleiche. Also wir reden von der gleichen Pflanze. Wir haben halt Produkte, die auf Hanfbasis sind, denen kein CBD zugereicht wurde oder wo eben bei der Ernte noch kein CBD innerhalb des Produkts entstanden ist. Und der Unterschied ist einfach, dass CBD nochmal bestimmte Benefits hat, die so in Hanf selbst noch nicht drin sind. Oder besser gesagt halt nur in diesem Cannabinoid. Cannabinoid ist ja Cannabis, ne? Und ich meine, das ist ja, hat ja was mit Drogen zu tun, THC. Wie gefährlich sind denn dann die Produkte, die man nimmt? Wird man dann davon high? Also das ist ausgeschlossen, muss man ganz klar sagen. Okay, es handelt sich am Endeffekt um dieselbe Pflanze, das ist klar. Deswegen gibt es da auch einige Vorurteile. Und ja, gegen Vorurteile ist noch kein Kraut gewachsen, das muss man auch sagen. Aber es hat wirklich überhaupt nichts mit der Droge Cannabis zu tun, die wir sonst vielleicht aus der Schulzeit noch kennen. Es ist ein komplett unterschiedlicher Bestandteil. Also THC ist eins dieser 100 Cannabinoide, CBD ist eben ein ganz anderer Bestandteil, der auch eine ganz andere Wirkung auf den Körper hat und der Körper reagiert ganz anders auf CBD wie auf THC. Also kann man das einfach ganz beruhigt nehmen, passiert genau. Gar nichts, also ist nicht high oder irgendwas. Hat keine psychoaktive Wirkung, wie man das vielleicht von THC erwartet oder halt kennt und das ist eher beruhigend. Beruhigend, genau. Okay. Und ich habe ja auch gesehen, dass ihr das ja auch für Tiere habt. Hat das dann so dieselbe Wirkung? Das heißt, wenn dann einer ganz aufgeregt ist, ich meine, wenn man bedenkt, jetzt gerade Silvester, dass man denen das dann geben kann, genau. Und das beruhigt die dann. Das ist ein guter Punkt, genau. Das kann man dann tatsächlich dem Hund verabreichen oder eben der Katze, weil man weiß ja, dass Tiere genau gerade an Silvester sehr arg reagieren und dann sind sie beruhigter und können das Ganze besser verarbeiten. Das ist ja schon mal gut für unsere Zweikater. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt aber erzählt doch mal, wie kommt man denn auf die Idee, so einen Laden zu eröffnen? Ja, also das hat eine etwas längere Geschichte. Tatsächlich hat es damit angefangen, dass bei uns im Haus ein Geschäft eröffnet hat. Da sind wir das erste Mal überhaupt in Berührung damit, mit diesem Thema gekommen. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert, haben dann auch tatsächlich was da gekauft. Und dann kam erst diesen Sommer, also den letzten Sommer, wirklich dann die Idee, die ist dann wirklich gewachsen. Ein Freund von uns hat einen Shop in München eröffnet. Und ja, er hat vieles erzählt und dann sind wir immer mehr und immer mehr in dieses Thema reingekommen und haben uns gedacht, hey, wir sind selber überzeugt von dem Produkt, wir benutzen es selber. Warum nicht das einfach nach außen tragen und den Leuten auch zeigen, hey, das ist nicht das, was man von Cannabis vielleicht denkt. Es hat nicht diese negativen Aspekte wie dieses Psychoaktive, sondern eher die beruhigenden, die guten Aspekte, die man wirklich von der Pflanze erwartet, die dann auch eben, ja, das wollten wir dann an den Mann bringen sozusagen, um dieses Negative irgendwie zu entfernen aus der Gesellschaft. Genau. Das ist eine klasse Idee. Aber jetzt hast du ja gesagt, letztes Jahr im Juli kam die Idee. Genau. Das heißt, der Laden, der ist ja jetzt noch gar nicht so lange offen. Ja. Den hat er jetzt neu gegründet und direkt in der Corona-Zeit. Ja, genau. Erzählt mir, wie habt ihr, oder hattet ihr da so ein bisschen Angst? Damit haben wir nicht gerechnet. Nein, also tatsächlich war das eher Zufall. Also als die Idee dann wirklich gereift ist, da haben wir
war der Lockdown ja erstmal vorbei, das war im Sommer. Dann haben wir angefangen, nach einem Laden zu suchen, nach einer Immobilie. Durch Zufall und Glück sind wir eben auf dieses schöne Stück hier gestoßen. Die liebe Frau Bender hat uns hier empfangen und hat uns sofort ins Herz geschlossen und fand unsere Idee einfach total toll, weil sie eben genau das Gleiche denkt und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, hier einen Laden zu eröffnen. Dann kam aber dann direkt der Lockdown und damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet, weil in den Medien ja viel darüber gesprochen wurde, dass der Lockdown nicht nochmal wiederholt wird und haben uns ein bisschen drauf verlassen und ja. Ja. Das ist blöd gelaufen, aber wir sind trotzdem happy, dass wir den Laden genommen haben und hier unser Traum. Und vor allem happy, wie es auch angenommen wird. Genau, ja. Also das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja bewusst hier in die Innenstadtlage gegangen, wovon uns auch der ein oder andere abgeraten hat, eben aufgrund des Themas Hanf, was ja in der Gesellschaft noch nicht so die Akzeptanz hat, die er vielleicht verdient hat. Und wir haben mal gesagt, wir wollen bewusst hier eben in die 1A-Lage gehen zum Aufklären, um wirklich den Leuten, die jetzt ja vielleicht Angst davor haben oder die das ganze Thema sehr skeptisch sehen und vielleicht auch nur in Bezug auf Drogen kennen, genau den Leuten wollten wir einfach die Angst nehmen und sagen, hey, schaut euch mal um, es gibt hier so viele Produkte, die ihr nutzen könnt, ohne wirklich Bedenken zu haben. Und ja, deswegen sind wir jetzt seit 15. Dezember hier in der Innenstadt. Ja. Genau deswegen, Entschuldigung, haben wir den Laden auch so aufgebaut, dass er nicht clean ist, nicht an eine Apotheke erinnert, sondern familiär mit vielen Pflanzen, mit Holz, mit Naturdetails, weil es halt eben zurück an die Natur erinnern soll, back to the nature, sag ich mal. Und das ist genau das, was wir hier als Konzept hatten. Das heißt, er wird super angenommen, er macht dieses Click and Go und man kann quasi hierher kommen oder vorher anrufen am besten, sagen, was man möchte und dann hier abholen. Genau. Sehr gut. Wir haben auch eine Webseite. Sehr gut. Da kann man nämlich auch online einkaufen und das Click und Collect hier dann machen. Dann sag uns doch mal, wie die Webseite heißt. Die Webseite heißt greensoulcbd.de. So, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Ich sehe, hier ist sehr, sehr viel Grün und dieser Laden heißt hier Green Soul. Was war denn zuerst da? Zuerst die Farbe, dass ihr gesagt habt, der Laden, da muss irgendwie was mit Grün zu tun haben oder erst der Name und ihr habt dann gesagt, jetzt machen wir auch alles grün. Oder hat das alles gar keine Bewandtnis? Doch, also zuerst war der Name da. aber das Grün ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfarben. Und es hat einfach sehr gut zusammengepasst mit dem Namen. Und ja, wie man sieht, auch die Naturfarben mit dem Grün, das sollte das Ganze, wie gesagt, nochmal die Natur widerspiegeln. Ja. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also wir hatten viele Namen gehabt, tatsächlich war das auch ein langer Weg. Wir haben versucht, einen Namen zu finden, der eben, wie gesagt, an die Natur erinnert, die grüne Seele. Das Problem war aber, dass viele Namen schon vergeben waren. Also wir haben sehr viel gegoogelt und eingegeben und es waren halt schon sehr viele Namen vergeben, also jetzt nicht irgendwie in Deutschland, aber viel in Amerika, weil das ganze Thema ja aus Amerika kommt. Und zum Glück war dann der Name, der uns tatsächlich auch am besten gefallen hat, frei und den haben wir dann auch genommen. Ja, sehr schön. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Name. Ja, danke. Und wenn man hier auch so guckt, sind ja doch auch viele verschiedene Hersteller, die ihr hier quasi verkauft oder Produkte von den verschiedenen Herstellern. Wie findet ihr denn die Hersteller oder sagen wir mal, wie geht ihr denn vor, einen Hersteller zu finden? Also in erster Linie hat man natürlich auch schon mal Freunde etc., die verschiedene Hersteller ausprobiert haben, kennt auch selber den einen Hersteller oder den anderen, aber in erster Linie kommt es darauf an, ist der Hersteller transparent, gibt es Analysezertifikate zu den Produkten, denn man muss sagen, es gibt leider auch in der Cannabisbranche noch viele schwarze Schafe, die eben ihre Analysezertifikate nicht offen zeigen wollen und am Ende ist es uns entscheidend, was ist in dem Produkt drin. Wird ehrlich gearbeitet, verzichtet die Firma auch auf Tierversuche, um an ihr Endprodukt zu kommen. Also das sind so die Hauptkriterien und da denke ich, haben wir doch eine gute Wahl von verschiedenen Herstellern getroffen. Ich würde sagen 95% aus der EU. Deutschland ist ja ein bisschen Entwicklungsland, aber mittlerweile führen wir auch den einen oder anderen deutschen Hersteller bei uns. Was uns natürlich auch wichtig ist, weil regional ist schon für uns der Weg, den man gehen will. Ist jetzt in der CBD-Branche ja noch nicht ganz so möglich, alles regional zu beziehen. Vor allen Dingen, weil uns da doch ein paar Länder noch ein oder zwei Schritte voraus sind. Aber auch in Deutschland wächst einiges zusammen. Es gibt viele interessante Firmen, die am Kommen sind, die einiges tun, die auch nachhaltig arbeiten. Und das sind so die Hauptaspekte bei den Kriterien. Super, also alles wirklich rein natürlich und sehr seriöser Hersteller sozusagen. Genau. Sehr gut. Die suchen schon mit Bedacht aus. Ja. Jetzt habe ich auch gesehen, auch auf eurer Homepage, dass ihr ja diesen Button Frankfurt wird bunt habt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also es ist uns ein bisschen eine Herzensangelegenheit, das Projekt zu unterstützen. Ich habe auch heute extra, zeige ich mal, den Pullover angezogen. Und zwar gibt es den Sebastian Braun, einer von vielen Initiativen aus der Frankfurter Fanszene, von der Eintracht, die sich eben stark machen gegen das Thema Rassismus, Faschismus und gegen Homophobie. Das ist jetzt eine Aktion von vielen, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen irgendwas machen, was jetzt nicht nur businessbezogen ist, sondern irgendwie auch ein bisschen zeigt, so eine Message nach außen zu geben. Und das haben wir hier mit unserem Standort, denke ich, mit dem Plakat auch draußen im Schaufenster ganz gut hinbekommen und möchten einfach die Aktion weiter unterstützen. Und in Zukunft werden wir auch zum Selbstkostenpreis dann die Aufkleber, können wir auch gleich nochmal zeigen dann in die Kamera, kann man dann bei uns zum Selbstkostenpreis entweder im Shop vor Ort oder auch online bestellen und dann könnt ihr auch bei euch in die Stadt die Message an alle weiterbringen. Sehr schön. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eine Frage. Habt ihr denn irgendwelche Projekte für dieses Jahr im Plan? Ja, also wir haben ein Herzensprojekt und zwar möchten wir unseren Laden quasi auch als Marke wiedergeben. Wir haben vor, unsere eigenen Blüten sowie Öle und zu allerletzt hoffentlich auch die Kosmetik zu machen. Da sind wir jetzt schon in einigen Gesprächen und sind gerade dabei, auch unser, sag ich mal, Label zu entwickeln und ja, nicht nur Green Soul als Shop, sondern dann eben auch als Marke zu etablieren. Wow, das hört sich echt gut an. Das finde ich klasse. Danke. Ja, da wünsche ich euch viel, viel Glück dann für euer Herzensprojekt, dass das gut anläuft. Ich werde dann demnächst dann mal vorbeischauen. Ja, guck mal, da freuen wir uns drauf. Dann bedanke ich mich sehr für das Interview und dass wir hier sein durften. Vielen, ja. Vielen Dank auch an euch. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Und ihr wisst ja, wenn ihr informiert bleiben wollt, liken und abonnieren. Das war Britta's Talk.